diese Bedeutung von Friedland, sich diese vielen Flüchtlinge damals, die von überall herkamen, das ist eine Legende. Das ist eine Legende. Da hat man dann irgendwo, man war jetzt im Westen. Man war ja dann erst richtig im Westen. In Marienfelde waren wir ja noch im Osten. Letztendlich waren wir ja noch in der sowjetischen Besatzungszone, nicht? Obwohl das natürlich eine Enklave war. Aber man hat sich da nicht sicher gefühlt. Deshalb war ich also auch so froh, dass ich so schnell ausgeflogen wurde. Mit der Pan Am, wo man damals natürlich auch dachte, hoffentlich wird das Flugzeug nicht abgeschossen. Nicht? Aber das ist ja, war ja keine Bedeutung, nicht? Aber ich habe mich trotzdem so unheimlich gefreut, dass ich dann, also als ich im Westen war, jetzt bin ich auf der sicheren Seite. Das war damals natürlich auch in Berlin alles ein bisschen kritisch, dieser Aufmarsch dann an der Grenze, ne, im Checkpoint Charlie. Ne, man wusste ja nicht, was passiert jetzt, nicht? Wird es Berlin, West-Berlin gegebenenfalls eingenommen? Ne? Was ist jetzt also dieser ins DDR-Gebiet integriert. Deshalb diese Angst und diese Freude, aus Berlin von Marienfelde wegzukommen. Und Friedland war ich dann natürlich dann 10 Tage und das war natürlich ich kann mich auch nur noch vage erinnern, aber es war eine beruhigte Zeit. Da war man in dem Prozess drin, man wusste dann, wo man hinkommt. Die Zukunft war gesichert.